Dortmund sind in den letzten 20 Jahren 5 Menschen von Neonazis ermordet worden. Da gab es die einzige rechte Hausbesetzung in Dortmund, glaube ich, bisher, die auch natürlich kläglich gescheitert ist. Linken Initiativen in Dortmund sind ja generell immer der Gefahr ausgesetzt, dass theoretisch die Nazis was machen könnten. Und je stärker wir Antifas sind, desto mehr haben eben andere Bewegungen auch die Möglichkeit, ihre Politik zu machen. Man muss eben ganz klar in die Viertel gehen. Also man braucht nicht in seiner Szene-Bubble hocken und glauben, dass sich das Problem schon löst und alle 3 Monate vielleicht mal eine Demo machen. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 38. Folge widmen wir uns einem Thema, was viele von euch sich schon sehr, sehr lange gewünscht haben und was gerade, wenn wir sagen, dass wir in Dortmund politisch aktiv sind, immer wieder aufkommt. Wir reden heute über die Nazi-Szene in Dortmund. Man kennt sie vielleicht durch den häufig von RTL 2, Pro7 oder Spiegel TV bedienten Nazi-Kiez, von Größen wie dem vor kurzem verstorbenen SS-Sigi oder dem jetzt nach Chemnitz gezogenen Michael Brück. Man kennt sie durch verschiedene Memes wie den Handy-Diebstahl oder die grausamen Parolen, die sie auf verschiedenen Demos gerufen haben. Und heute haben wir extra dafür auch 2 Leute mit ins Boot geholt, die sich extrem gut mit dem Ganzen auskennen, nämlich Julian und Leila von der Mean Streets Antifa in Dortmund. Hi. Hallöchen. Ja, stellt euch beide und eure Gruppe doch vielleicht mal einmal kurz vor. Ich bin Julian. Ich mache seit 10 Jahren mittlerweile, also über 10 Jahren Antifa-Politik. Jetzt auch schon relativ lange in Dortmund. Wir als Mean Streets Antifa haben uns 2018 gegründet und haben den Fokus auf die Dortmunder Nazi-Szene gelegt. Ja, wir haben uns dazu entschieden, einfach da unseren Schwerpunkt zu setzen, weil wir gesehen haben, dass es da brennt. Viele andere Projekte sich natürlich anderen linken Sachen widmen und wir uns gedacht haben, ja, da muss nachgebessert werden. Genau, wir sehen uns quasi so als Spezialist im Kampf gegen Neonazis, auch wenn wir anderweitig auch noch für andere Sachen einsetzen. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt uns gerne, jederzeit über Facebook, Twitter, Mail, wo auch immer, wenn ihr Nazi-Aktivitäten beobachtet. Ja, und das Ganze wird jetzt heute so ablaufen, dass wir zuerst eine kleine Einführung in die Geschichte der Dortmunder Nazi-Szene bekommen. Wie konnte sie ja eigentlich die kontinuierlichste und größte Nazi-Szene Westdeutschlands werden? Dann werden wir darüber sprechen, was für Erfolge hatten die Nazis denn eigentlich in Dortmund, aber auch wo haben sie versagt, wo konnten sie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden? Dann sprechen wir darüber, was ist ihre Funktion für die gesamte Nazi-Bewegung in der BRD. Dann sprechen wir nochmal kurz über das besondere Konzept in Dortmund, nämlich das Konzept des Nazi-Kiezes. Davon ausgehend dann natürlich auch, was für eine Gefahr das für linken Aktivismus in Dortmund bedeutet. Dann werden wir noch einmal, da habt ihr ja auch eine Broschüre mit drüber veröffentlicht, über die Zivilgesellschaft und die Stadt Dortmund und die Nazis sprechen. Und zum Schluss, wie in so vielen anderen Folgen auch, werden wir noch einmal darüber reden, was sind denn eigentlich für revolutionäre Perspektiven im Umgang mit den Nazis, die wir hier in Dortmund gehen können. Joshua, gibt es überhaupt keinen Platz für Anekdoten in dieser Folge? Also ich hätte ja einiges zu erzählen, was irgendwelche lustigen Geschichten mit den Nazis anbelangt. Sollen wir das noch ans Ende setzen oder sollen wir nebenbei ein paar Anekdoten? Also ich würde sagen, wir machen jetzt am Anfang, das ist auf jeden Fall ein guter Einwand, jeder nochmal eine Kurzanekdote dazu. Da würde ich auch sagen, versuchen wir uns kurz zu halten, weil ich denke, vor allem ihr, aber auch wir beide können extrem lang darüber erzählen. Deswegen jeder eine kurze Anekdote. Ja, Josch und ich würden da mal anfangen. Man muss natürlich auch vorweg sagen, dass, nur weil wir jetzt ein paar lustige Sachen vielleicht auch erzählen, man sollte die Nazis natürlich niemals verharmlosen oder so, aber natürlich, wenn man in so einem alltäglichen Kampf gegen die Nazi-Strukturen ist, dann erlebt man natürlich auch einige witzige Momente oder Sachen, wo man später dann drüber nachdenkt und drüber lacht, auch wenn es vielleicht in der Situation ein bisschen brenzlicher war. Ich erinnere mich da an eine Situation mit unserem großen Freund und Verehrer Pascal, Nachnamen sage ich jetzt mal nicht, dem wir auf dem Hinweg zu einem Infostand, damals mit der Plattform Ruhe, in der Bahn begegnet sind und der dann also anfing, uns anzugreifen. Ihr müsst euch das so vorstellen, es war nicht nur er, glaube ich, war auch noch Michi Brück dabei. Und eine Freundin von ihm. Ja. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wir waren halt voll geladen mit diversem Kram für diesen Infostand, irgendwelche großen Boxen und so weiter. Und es begann also damit, dass er mir unverhohlenerweise probierte, ins Gesicht zu schlagen, das auch teilweise geschafft hat. Aber dann fiel auf jeden Fall diese Box zu Boden und es entstand ein Handgemenge, was er dann vielleicht etwas bereut hat im Verlauf und auch
dann ein bisschen Bekanntschaft mit dem Infotisch gemacht hat. Alles natürlich im Rahmen der Selbstverteidigungskräfte, im Rahmen an sich. Also wenn ich mich recht erinnere, stand, glaube ich, in dem offiziellen Bericht, dass er mit der Hand in meinen Infotisch reingefallen sei. Ach so, ja. Ja. So könnte es natürlich auch gewesen sein, wie dem auch sei. Es war dann auf jeden Fall recht unterhaltsam, weil eine Woche oder zwei Wochen davor, es gab dann so eine Bannaktion in Dortmund-Dorsfeld, wo dann gesagt wurde, dass wir wie Lucien Bolt, so ein bekannter Schnellläufer, Dorsfeld verlassen hätten, und wir hatten dann ein bisschen mit einem Zwinkern geantwortet, dass Pascal ja dann wie Lucien Bolt die Bahn verlassen hätte nach seinem versuchten Angriff. Also das war dann doch ein bisschen unterhaltsam, würde ich sagen. Schön. Ja, ich möchte mich jetzt gar nicht solchen Schlägergeschichten widmen, sondern ich möchte daran erinnern, als wir an der TU Dortmund einmal versucht hatten, die Gruppe gab es dann auch für ein paar Monate, die anarchistische Hochschulinitiative, kurz Ahoi, zu gründen. Bei dem Gründungstreffen waren neben 20 Interessierten auch 30 bis 40 Personen der Dortmunder Nazi-Szene anwesend. Die sind auch wirklich extrem spontan dazugekommen. Das ist wirklich so innerhalb von ein, zwei Tagen von denen auf die Beine gestellt worden. Das zeigt auch nochmal, wie stark die damals waren. Nur ich war zu der Zeit wirklich sehr kurz nur in Dortmund aktiv und ich kannte eigentlich niemanden von denen und ich wusste auch nicht, wer das war. Und dann kam ich halt dahin und ich dachte mir, oh ja, schön, irgendwie 30 Atzen, die irgendwie vor mir 50 stehen, alle Interesse an der anarchistischen Hochschulgruppe. Also wurde mir halt dann von einem Genossen gesagt, der auch das überhaupt nicht irgendwie so großartig einordnen konnte, dass ich recht spät war, was eigentlich selten passiert, dass wir jetzt alle reingehen sollten, weil es fängt jetzt gleich an. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann sage ich den Leuten mal draußen auch Bescheid, dass sie doch bitte reinkommen sollen. Und dann stelle ich mich halt recht selbstbewusst in so einen Kreis von so 5 recht breiten Leuten in North Face Jacken und New Balance Schuhen. Und ich musste halt wirklich dann auch noch so zwischen die durchgehen und stehe dann so zwischen denen und meine so, ja Leute, das fängt jetzt gleich an. Wenn ihr jetzt machen wollt, dann kommt bitte gerne rein. So, aber cool, dass ihr da seid. Daraufhin wurde ich halt recht, ja, mit recht viel Unverständnis halt angestarrt. Der eine schaute dann noch so ein bisschen auf meinen Beutel, den ich an dem Tag dran hatte, wo halt in dem Stil vom New Balance Logo Nazi Hunter drauf stand. Und meinte irgendwie dann einfach nur so, ja, geh mal besser rein, Nazi Hunter. Ich meinte so, ja, ich gehe jetzt auch rein, das fängt ja an. Und bitte mit. Und ja, dann merkte ich so, irgendwas ist hier komisch, so, ich gehe jetzt mal besser und bin dann halt aus dem Kreis rausgegangen, gehe halt so rein und ich sehe nur, wie im EF50 auf einmal alle Leute irgendwie so im Rumlaufen waren und so, boah, scheiße. Und ich dachte mir so, ja, was ist denn jetzt los? Ja, wenn ich damit gerechnet habe, dass so viele Leute kommen. Dann kommt eine Genossin auf mich zu und meint, scheiße, wie gehen wir jetzt damit um, dass draußen die 30 Nazis stehen? Dann habe ich doch gemerkt, in was für einem Kreis ich mich dann gerade reingestellt habe und die Leute reingebeten habe. Peinlich, mein Lieber. Ich glaube, es hat sie verunsichert. Es hat sie wirklich verunsichert. Vielleicht haben sie dich einfach für mega kaltschnäuzig gehalten. Ja, das kann auch sein. Ich habe eine ziemlich alte Story, vielleicht hast du eine aktuelle. Ja, ganz aktuell ist meine Geschichte auch nicht, aber wir waren mal vor ein paar Jahren Plakate im Dortmunder Westen im Stadtteil Nette abreißen, die die Nazis kurz vorher noch geklebt haben. Also die waren sogar noch feucht. Wir wussten, dass die unterwegs waren. Die Nazis wussten scheinbar auch, dass wir unterwegs waren und hatten sich an der Stelle, wo Glascontainer stehen, auch scheinbar aufgehalten. Und zwar ist uns das aufgefallen, weil in einem der Gebüsche hinter dem Glascontainer ein New Balance rausguckte, der allerdings, als wir auftauchten, um die Plakate abzureißen, sich in den Busch zurückschob. Wir wissen auch, um welche Kameraden es sich da handelt. Liebe Grüße gehen da an Simon H. und Alexander P. Wir wissen bis heute nicht, warum sie nicht rausgekommen sind, ob sie sich vielleicht doch spontan anders überlegt hatten, aber es war auf jeden Fall witzig zu sehen, dass der Rückzug durch die Büsche scheinbar in der Aktionsgruppe Dortmund West nicht das erste Mal stattgefunden hat. Ja, meine Anekdote ist sehr alt, die ist so alt, dass die auch nicht, dass wir die uns nicht als Gruppe zuschreiben können, sondern sie ist schon länger her. Ich nenne ihn mal Ingo A. aus Hörde. Ingo A. aus Hörde wurde mal angerufen und ihm wurde quasi sinngemäß erzählt, ja, hallo Herr A., ich bin vom VRR, von der Extremismusabteilung und ich muss Ihnen leider mitteilen, Sie sind jetzt in unserer Extremistendatenbank gelandet. Na, wir wissen genau, was Sie da machen und jetzt haben wir ein Problem, weil Herr A., Sie dürfen jetzt nicht mehr die Verkehrsmittel nutzen in Dortmund. Da wollten wir Sie nur drüber informieren, Sie haben da irgendwie keinen Zutritt mehr zu. Ja, dumm gelaufen, genau. Besagter Ingo A. muss dann sehr verletzt und sehr empört gewesen sein und sich sehr lang am Telefon dann mit dieser Person auseinandergesetzt haben darüber, dass das auch eigentlich gar nicht gehe und ob er da irgendwie Einspruch einlegen könne und so.
Ja, lange her, aber ich erzähle es immer noch sehr gerne, weil ich es mega witzig finde. Das ist groß. Nach diesen schönen Anekdoten würde ich sagen, sprechen wir dann doch erstmal über die Geschichte der Nazi-Szene, weil das ist ja etwas, was schon recht lange gegärt hat und was nicht einfach so aus dem Nichts vor ein paar Jahren entstanden ist. Die Szene, die hat ihren Ursprung, so wie sie es heute gibt, schon in den 80er Jahren. Das Ding ist, da könnten wir jetzt irgendwie 5 Podcasts drüber aufnehmen, vielleicht kürzen wir ein bisschen ab. Es gab schon sehr früh die Kameradschaft Dortmund in den 80ern. Es gab die FAP als Partei und es gab auch die Borussenfront, die es ja mehr oder weniger so auch bis heute gibt. Genau, tatsächlich richtig relevant mit vielen Auswirkungen auf die Szene, wie sie heute ist, ist es eigentlich ab dem NWDO, also ab der Kameradschaft Nationaler Widerstand Dortmund. Kurz dazu für die, die es nicht wissen, die Borussenfront, das war eine Dortmunder Hooligan-Gruppe, die sich dann in den 80er Jahren gegründet hat und die aber noch nicht so klassisch organisierte Nazi-Truppe war, sondern einfach nur rechte Schläger, die dann vor allem durch die Nordstadt gezogen sind und eben Jagd auf Migrantinnen und Linke gemacht haben. Ja, da muss man noch dazu sagen, nicht war, sondern ist. Die Borussenfront gibt's noch. Allerdings quasi nur noch als Leute, die die T-Shirts tragen und sich zusammen besaufen. Mal ganz kurz zusammengefasst, da können wir aber gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Genau, also der Nationale Widerstand Dortmund wurde vor allem dadurch sehr populär, dass sie diesen Style der autonomen Nationalisten sehr geprägt haben, sprich, dass es Nazis waren, die sich auf einmal gekleidet haben wie Linke, viel angefangen haben, Propaganda zu betreiben, mit Buttons rumgelaufen sind und auch selbst auf Demos schwarze Blöcke versucht haben zu etablieren. Damit hatten sie auch so eine Art Vorreiterrolle für ganz Deutschland. Also dieses Konzept wurde unter anderem in Dortmund eben entworfen und ausgetestet und dann für ein Erfolgskonzept befunden, das sich auch in andere Städte dann ausgebreitet hat. Vorher waren Nazis in der Regel die klassischen Skinheads, abgesehen von so ein paar Parteinazis, genau, also typische Glatzen, Springerstiefel, Bomberjacke. Die autonomen NationalistInnen haben da so eine Kehrtwende im Trend und eben auch in der Art Politik zu machen hingelegt. Es ging dann nämlich der Fokus mehr zu Gewalt gegen Linke. Das hat bei den Skinheads schon auch eine Rolle gespielt, war aber bei autonomen NationalistInnen dann plötzlich der Fokus schlechthin. Es gab gezielte Übergriffe gegen Antifas, es gab Hausbesuche bei Linken, relativ viele Sachbeschädigungen und man hat eben sich auch sehr positiv nach außen gegenüber Gewalt solidarisiert und positive Bezüge hergestellt. Gab es dann auch eigentlich noch eine inhaltliche Veränderung? Weil häufig war es ja so, dass bei verschiedenen autonomen Nationalistengruppen dann auch der Fokus etwas mehr auf Antikapitalismus und klassische linke Themen, wie dann vielleicht auch noch Umweltschutz dazugenommen, Antiglobalisierung gelegt wurde. War es in Dortmund dann auch so? Das definitiv und natürlich auch klassisch Anti-Amerikanismus, Antisemitismus gegen Israel. Ja, also in Dortmund wurden dann auch relativ schnell Motive populär, unter anderem, was sich bis heute gehalten hat, Umweltschutz ist Heimatschutz, gegen Globalisierung. Also der Fokus ist eben auch von Dortmund aus mit in die anderen Strukturen gewandert. Ja, und ich denke, da muss man ja auch noch kurz anmerken, dass, glaube ich, Dortmund eine der am explizit antisemitischsten Nazi-Szenen überhaupt in Deutschland ist. Also es gibt, glaube ich, wenige, die sich so klar antisemitisch positionieren. Der NWDO, das hat sich auch bis heute gehalten bei den einzelnen Kadern, ist ganz klar darauf ab, Skandale zu erzielen. Also man ist immer an die Grenzen des Machbaren gegangen, oft auch drüber hinaus und hat es lieber vor Gericht ausgestritten, als ja sich die Blöße zu geben, nicht bis an die Grenze zu geben. Ja, wichtig finde ich auch noch dazu zu sagen, ist, dass die Nazis ja eine sehr große Mobilisierungskraft hatten und auch damals und bis vor wenigen Jahren eigentlich jedes Jahr eine Großmobilisierung für Dortmund gestaltet hatten und damit auch federführend waren. Wie kann man sich das denn so grob vorstellen? Also wie groß waren diese Mobilisierungen und gab es vielleicht auch noch andere Gruppen als den Nationalen Widerstand damals? Ja, vielleicht kann ich erstmal auf die Mobilisierungsstärke eingehen. Also abgesehen von allen möglichen Demos und Kundgebungen, die der NWDO die ganze Zeit in Dortmund veranstaltet hat, gab es klassischerweise die große Sommerdemo, der große Sommeraufmarsch, der sogenannte Antikriegstag, der Versprechung nach unserem Sieg nie wieder Krieg, ne? Also mit dem Nationalsozialismus in den Frieden, wie auch immer das genau aussehen soll. Und damit haben sie im Endeffekt jährlich zu diesem großen einen Aufmarsch vierstellige Zahlen an Neonazis aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland mobilisiert. Und das war damals so, neben vielleicht noch Dresden oder so, so der
Aufmarsch schlechthin, zu dem eigentlich auch aus ganz Deutschland alle Kameradschaften und anderen Szenen, die sich ernst genommen haben, angereist sind. Das ist dann mit den Jahren so ein bisschen kleiner geworden und dann der NWDO weg war, noch sehr viel kleiner. Da können wir aber gleich noch mehr zu sagen. Genau, und der NWDO war nicht die einzige Gruppierung in Dortmund zur damaligen Zeit. Also es gab auch noch die Skinhead-Front Dortmund-Dorstfeld, die vor allem dadurch in die Medien gelangt ist, dass es sehr viele, sehr gewalttätige Auseinandersetzungen gab, was unter anderem mit dem Tod des Punks Thomas Schulz endete, der von Sven Karlin erstochen wurde. Aber auch die Angriffe auf die Hirschkuh, und das war, ja, man kann sagen, eine Kameradschaft, die sich vor allem viel betrunken hat und dann zu Gewalttaten neigte, viel Rechtsrock konsumiert hat und auch sehr enge Kontakte zu den Konzerten hatte. Es gab aber auch kleine Untergruppierungen wie in Ewing damals, die Nationale Front Ewing, das eben auch aus einzelnen Gruppierungen, die aus einzelnen Freundeskreisen entstanden sind und sich dann eben in ihren Stadtteilen vernetzt haben und da dann versucht haben zu agieren. Parallel gab es natürlich sehr lange die Borussenfront, also ja bis heute, das hatten wir vorhin schon angesprochen, die sich zum Ziel gesetzt hat, vor allem bei BVB-Fans im Stadion neue Mitglieder zu gewinnen und da Leute zu verfolgen. Die waren früher auch sehr gewalttätig mit der Zeit und wahrscheinlich mit dem Alter hat das aber etwas nachgelassen. Ja, aber dann gab es ja den einen großen einschneidenden Moment, wo sich bis heute eigentlich drauf bezogen wird. Genau, 2012 folgte dann das Verbot von nationalem Widerstand Dortmund, unter anderem mit der Kameradschaft in Aachen und der in Hamm. Dabei wurden sowohl das damalige nationale Zentrum durchsucht und beschlagnahmt, es wurden jede Menge Waffen gefunden, PKWs wurden beschlagnahmt und die damalige Mitgliederzahl vom NWDO wurde auf 62 Mitglieder geschätzt, beziehungsweise 62 Mitglieder werden in der Verfügung genannt. Das hat damals natürlich einen Riesenknall gegeben und hat erstmal für einen ganz, ganz kurzen Moment für strukturelle Probleme gesorgt. Was man da auch sehen kann, ist mal wieder, der Staat als Antifaschist alleine funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was die Hoffnung des Innenministeriums NRW war. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert, die Nazi-Szene in Dortmund damit zu zerschlagen, sondern die haben Geld verloren, wie gesagt, Räumlichkeiten, Auto, Waffen, Propagandamaterial, aber die waren innerhalb weniger Monate wieder am Start. Dann ist das eben übergegangen in die Partei Die Rechte. Die besteht nun mal bis heute, auch in Dortmund. Das lässt sich tatsächlich auch sehr gut mit der Gründung verbinden. Warum wurde die Rechte überhaupt gegründet? Die gibt's ja nicht nur in Dortmund. Gründet hat sie im Juni 2012 Christoph Worch. Die Überlegung damals war schon, wir brauchen eine Partei, die quasi als leere Hülle darauf wartet, dass irgendwo Kameradschaften verboten werden. Und dann könnte diese Hülle sozusagen gefüllt werden mit Parteiortsverbänden. So ist es dann ja zum Beispiel auch in Dortmund passiert. Die Nazis, die vorher im NWDO waren, sind quasi deckungsgleich wenige Monate später in die Rechte Dortmund wieder aufgetaucht und haben da mehr oder weniger dasselbe gemacht wie bisher auch. Also da wurden zum Teil einfach Transparente neu gemalt, nur dass statt Nationaler Widerstand Dortmund die Rechte Dortmund drunter stand. Ich denke, davon ausgehend kann man dann auch gut überleiten und erstmal die Frage in den Raum stellen, war dieser Weg von der Kameradschaft zu der Partei, gerade auch in Bezug auf Dortmund selber, auf die Lokalpolitik, war das ein Erfolg oder eigentlich ein Versagen für die Dortmunder Nazis? Also es gibt Argumente für beides. Vielleicht können wir erstmal drauf eingehen, was gut war. Für die Nazis. a.k.a. schlecht. Also was war gut für die Nazis? Was war daran sinnvoll? Sie hatten auf jeden Fall ein Konstrukt, in dem sie sich sofort und auch viel sicherer vor einem neuen Verbot, vor einer neuen Illegalisierung durch diesen Schutz, durch den Parteistatus neu strukturieren konnten und genau da weitermachen konnten, wo sie aufgehört haben. Was es ihnen auch gebracht hat, ist, obviously, sie sind als Partei eben wählbar. Und sie haben auch mittlerweile schon in der zweiten Wahlperiode einen Sitz im Dortmunder Stadtrat. Und durch diesen Sitz bekommen sie natürlich auch Gelder von der Stadt, die sie dann für Propaganda, für Aktionen und so weiter nutzen können. Das heißt, in der Hinsicht war es schon ein Erfolg. Auch die Skandalisierungsmöglichkeiten über sich selbst haben sie dann natürlich dadurch noch gesteigert. Sie konnten Anfragen stellen, unter anderem, wie viele Juden und Jüdinnen in Dortmund wohnen oder ähnlich widerliche Fragestellungen in den Rat einbringen. Sie haben Plakate gehangen mit "Wir hängen nicht nur Plakate". Also sie hatten ganz klar die Möglichkeit, noch mehr medial aufzutauchen und noch viel mehr Skandale zu produzieren. Und das ist ja auch ganz legal, das muss man genau dazu sagen, ja, weil du kannst ja nicht so viel Propaganda, rechte Propaganda im öffentlichen Raum anbringen, ja, wenn du halt nicht das als Partei machst.
Und ich würde auch sagen, dass die Mobilisierungsstärke der Nazis war ja zwar früher deutlich stärker in der Zeit des nationalen Widerstands, aber sie so gezwungen, sag ich mal, ein bisschen seriöser zu werden. Also dass sie halt durchaus auch dann einen höheren Anspruch nochmal hatten, nicht nur subkulturell oder durch Gewaltexzesse Zustimmung zu erhalten bei bestimmten Teilen von rechter Jugendkultur oder so, sondern sie haben dadurch durchaus auch versucht, eben speziell in den äußeren Bezirken eine Form von Massenpolitik letztendlich zu machen und auch in Dorsfeld natürlich eine Form von Kiezarbeit zu machen. Und das ist, denke ich, auch eine Entwicklung, wo sie nicht nur alleine hingekommen sind, sondern wo sie auch durch die Umstände hineingestoßen wurden. Ja. Absolut, da ist eine zumindest theoretische Anschlussfähigkeit geschaffen worden, die sie so nie nutzen können, kann man dazu jetzt gleich schon mal vorwegnehmen. Aber die Möglichkeit war da durch Infostände im Wahlkampf, da haben sie es teilweise hingekriegt, in jedem Stadtteil am gleichen Tag einen Infostand zu machen, also in jedem größeren Bezirk, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Natürlich sind die bei vielen nicht auf Anklang gestoßen, aber überhaupt die Greifbarkeit für die Strukturen war auf einmal da, die es so vorher mit dem nationalen Widerstand dort und nicht gegeben hat. Was ich auch sagen würde, dass es ihnen gelungen ist, also die kontinuierlichste und gefestigste Nazi-Szene in Westdeutschland aufzubauen. Also die sucht halt ihresgleichen und ein Großteil der Nazi-Strukturen in NRW war ja auch abhängig von den Dortmunder Nazi-Strukturen und hat nur über sie existiert. Ich würde auch schon sagen, dass die Dortmunder Nazis ein Stück weit auch recht strategisch agiert haben. Also zum Beispiel, was sie auch in der Öffentlichkeit kommuniziert haben, dieses, was ihr schon angeschnitten habt, mit diesem in Hochzeiten dann fast jeden Tag irgendwo einen Infotisch zu organisieren in der Stadt. Das ist ja auch eine Strategie gewesen, die sie formuliert haben, um zu sagen, so, wir organisieren so viele Infotische, Kundgebungen, dass also linke Strukturen überhaupt nicht mehr herkommen und dann einfach auch aufgeben müssen, alles zu verfolgen und dann teilweise völlig ohne Gegenprotest und irgendein Gegenwehr diese ganzen Sachen dann vonstatten gehen konnten. Und das ist also doch sehr einmalig für Westdeutschland und das ist eine Strategie, die sehr aufgegangen ist, muss man sagen. Ja, genau, das führt natürlich auch zu einer gewissen Normalisierung, ne? Also wenn sie irgendwie zum 20. Mal in Ewigen vor diesem Real-Supermarkt stehen, dann gewöhnen sich die Leute einfach irgendwann daran, dass es da Nazis gibt, dass die ihre Positionen öffentlich mit den Leuten teilen. Was man auch noch sagen muss, wenn wir schon bei diesen ätzenden Erfolgen sind, ich würde damit aber auch gleich gerne mal zum Schluss kommen, gibt auch nicht mehr so viele, ist, dass die Rechte Dortmund auch innerhalb der Partei die Rechte eine ziemlich steile Karriere hingelegt hat. Also es ist, NRW ist der größte und auch aktivste und somit wichtigste Landesverband innerhalb der Bundespartei die Rechte und Dortmund nimmt in NRW und dadurch auch im Bund eine Führungsrolle ein. Das sieht man zum Beispiel daran, dass im Vorsitz und so weiter einige bekannte Dortmunder Neonazis sitzen. Und auch der Hauptsitz der Bundespartei ist in Dortmund, also in Dorstfeld in der Thusnelder Straße 3, wo die Nazis auch mehrere Häuser mit mehreren Wohnungen haben. Überleiten dann auch ausgehend von dieser ganzen Parteistruktur zum Versagen, kann man das, was wir eigentlich auch über andere im Endeffekt Bewegungen von der Straße, die in einer Partei werden, sagen kann. Die Nazis haben dann halt sehr viel von ihrem Fokus, der vielleicht vorher auf Agitieren jetzt nicht unbedingt in der direkten Nachbarschaft, aber auf dem Schulhof, auf den örtlichen Plätzen, im Fußballstadion gelegt wurde, dann eben auf den Wahlkampf gelegt. Das muss man ja auch sehen, das frisst halt Ressourcen, weil das sind nicht die Parteien, also die Rechte wird nie irgendwelche einfachen Wahlkampfhelfer da anstellen können oder Leute außerhalb der Struktur haben, die für die Plakate aufhängen, die Infotische machen, die diese Arbeit übernehmen. Das heißt, die mussten das alles selber stemmen. Und auch wenn es stimmt, dass das extrem erfolgreich war mit diesem Infotisch-Marathon und Wahlkampftisch-Marathon, das hat extrem an denen geknackt. Das hat extrem viel Ressourcen gefressen, das hat auch extrem viel Finanzen gefressen. Und das ist ja jetzt auch etwas, was sie jetzt nicht mehr haben. Die haben ja vorher diese Parteifinanzierung bekommen. Zumindest in Dortmund ist das ja dadurch, dass sie jetzt nur noch den einen Sitz haben, eben weggefallen. Ich glaube, da kann man auch schon einen der großen Gründe sehen, warum dieser Übergang zu der Parteistruktur auch sehr viel von deren Kraft weggenommen hat. Absolut. Also man muss auch dazu sagen, dass dieses auf Partei machen auch nicht allen Nazis geschmeckt haben wird. Also es gab ganz klar Kader, die dann nicht mehr aufgetaucht sind. Die erscheinen so langsam wieder aus der Versenkung, weil es sich ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Aber die hatten eben schlichtweg auch keinen Bock auf dieses, wir ziehen uns ein bisschen bürgerlich an und geben uns halbwegs harmonisch.
Du hast da völlig recht. Die Agitation hat komplett anders stattgefunden und es hat auf einmal auch nicht mehr viele coole Leute angesprochen, so wie früher. Man war eben nicht mehr eine krasse Hauertruppe, man ist nicht jede Nacht um die Häuser gezogen. Da gab es Ersatzstrukturen wie die Aktionsgruppe Dortmund West, die weiterhin versucht haben, halbwegs auf Kameradschaft zu machen und eben junge Leute waren, die Bock auf Action hatten. Aber die mussten eben die Drecksarbeit machen. Die waren die, die irgendwelche Graffiti schmieren mussten, sich dabei haben packen lassen, die natürlich auch antifaschistische Konsequenzen direkt gekriegt haben und eben, naja, die Doofen waren, während die Parteileute eben ihre Infostände gemacht haben und eben nicht mehr Straßenarbeit gemacht haben. Und die haben sie damit eben dann auch ein bisschen vergrault. Man konnte das beobachten immer wieder bei Kundgebungen, hatten einzelne Neonazis Bock auf Action, die wollten Richtung Antifa-Kundgebung gehen und wurden von ihren eigenen KameradInnen zurückgehalten, weil klar war, zumindest unter dem Label von Die Rechte ist sowas nicht machbar. Man muss ja auch sehen, dass auch wenn es kleine Erfolge für die Rechte auf dieser Parteiebene gab, ich würde zum Beispiel sagen, dass auch das Agitieren von einzelnen Leuten von der AfD, speziell der Bernd Schreiner, der ist ja von der AfD auch rübergewechselt als Lokalpolitiker, was ich schon als Erfolg sehen würde, aber der ist ja jetzt... Aber wieder genau, weg. Genau, das wollte ich gerade sagen. Der ist auf jeden Fall dann nach einem relativ überschaubaren Zeitraum ja auch jetzt wieder die Partei verlassen im Kontext von einer größeren Spaltung. Daran kann man ja auch sehen, dass also dieser parlamentarische Weg auch nur ein Stück weit dann funktioniert hat für sie und dann auch schnell wieder eingebrochen ist, weil natürlich die Erfolge einfach ausbleiben und man sich gegen die AfD nicht wirklich behaupten kann, weil die einfach auf der parlamentarischen Ebene total hegemonial, ich hasse dieses Wort, sind. Hegemonial. Ja. Ja, und da muss man ja auch wirklich dann fragen, was haben die eigentlich so ganz handfest hier gemacht? Also zum einen haben sie halt Kommunalpolitik gemacht, Lokalpolitik. Da werden halt auch viele gemerkt haben, das ist langweilig. Und dann sind sie halt im Endeffekt nur dazu übergegangen, einfach Quatsch zu erzählen. Sowohl in den Sitzungen als auch mit den Anträgen, die die gestellt haben. Einmal hat niemand in der Lokalpolitik die ernst genommen, was sowieso schwierig gewesen wäre bei einer Partei wie die Rechte. Aber sie haben auch natürlich nirgendwo Anschluss finden können. Also noch weniger als die AfD. Die AfD schafft das ja zumindest in der Kommunalpolitik ab und zu noch, die Leute zur Mitarbeit zu zwingen, dass sie irgendwie mit ihnen interagieren müssen. Aber das kann die Rechte ja nicht. Einmal, weil sie halt so klein und unbedeutend ist. Und zweitens, weil sie halt immer noch... Also sie konnte sich ja nie richtig entscheiden. Sie hat zwar diese Parteistruktur, aber gleichzeitig sich dann häufig noch verhalten wie eben diese besoffene Nazi-Truppe. Dadurch haben die Leute auch natürlich einfach keine politischen Erfolge erzielen können auf dieser lokalen Ebene. Da muss man dann wirklich fragen, war das für die halt eine Rechnung, die aufgegangen ist? Ich würde ja sagen, nein. Ja, definitiv. Ja, aus Verbotssicht muss man sagen, das war die Rettung, um irgendwie das Spiel weiterspielen zu können. Aber ja, du hast es gerade gesagt, sie haben nie Anschluss gefunden. Also die Zivilgesellschaft hatte das Interesse nie. Das könnte man zum Beispiel so begründen, dass man sagt, die Nazis haben sich, auch wenn sie versucht haben, sich zumindest unter dem Parteilabel nicht mehr so krass die Hände mit Gewalt und anderen kriminellen Aktivitäten schmutzig zu machen, sie haben sich so krass isoliert vom Rest der Gesellschaft, dass ich jetzt irgendwie als einzelne Rassistin, die keinen Bock auf einen Moscheebau in ihrem Kiez hat, mich nicht unbedingt mit die Rechte gemein machen kann, sondern dann wähle ich eben die AfD oder so. Man muss sagen, die Nazis haben bei der letzten Kommunalwahl 2.369 Stimmen bekommen. Damals ist die NPD nicht angetreten, das heißt, man kann schon sagen, dass zumindest die Nazis, die zur Wahlurne gegangen sind, eben diese Anzahl waren. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Anhaltspunkt für die Frage, wie viele Neonazis gibt's in Dortmund? Das ist eine große Zahl, aber diese Zahl reicht eben nicht aus für mehr als einen Sitz und damit kann sich die Rechte im Stadtrat nie zu irgendeiner Frage auch nur ansatzweise Gehör verschaffen oder sogar durchsetzen. Ja, und ich denke, diese doch für Westdeutschland recht große Masse an Leuten, auch wenn es noch sehr überschaubar ist, die ist ja auch nur über diese Kontinuität entstanden und dann ist ja das ganze Potenzial von irgendwelchen noch in allen möglichen Vierteln rumhängenden, völlig fertigen Borussenfront-Leuten, die noch übergeblieben sind, so, die noch wählen. Noch ein Aspekt, den ich noch spannend finde, bevor wir dann vielleicht weiterkommen, damit wir uns hier nicht völlig verhaspeln, da kann man natürlich Ewigkeiten überreden, über Erfolge und Versagen. Dass ich dass Dortmund so eine große Stellung hatte, finde ich auch immer vergleichbar mit so Berlin oder Leipzig oder so einer linken Szene. Das hatte auch Nachteile. Es ist überhaupt nicht gelungen, Nazi-Strukturen in anderen Städten aufzubauen und alles hatten dann zum Beispiel Wuppertal und anderen Städten, die haben halt versucht, irgendwas zu machen, wurde dann stark unterstützt von Dortmund, hatten dann 2-3 ikonische Mobilisierungen und dann mit der Zeit ist es einfach ausgelaugt und die Leute sind einfach nach Dortmund gezogen und lokal ist alles eingegangen. Und das hat halt so ein bisschen wie so ein Szene-Tempel hier was von dort für die Rechte. Support your local Kameradschaft, don't move to Nazi-Kiez. Ja, genau. Safe haben die diese Sticker irgendwo. Und so hat das dann auch wieder seine Schattenseiten für die, denke ich, auch durchaus gehabt. Ja.
Ja, aber gleichzeitig natürlich auch den Nachschub an Nazis geliefert für dieses System Dortmund, weil das muss man ja auch sagen, sie hatten ja auch immer mal wieder eben nicht die Möglichkeit, die Leute lokal zu kriegen. Und dann siehst du halt, wenn man hier die Broschüren durchgeht oder die Outing-Plakate sich anguckt, dann ist das ja häufig, dass in der Biografie auch irgendwie ist aus Mahl hier hingezogen, ist aus Duisburg hier hingezogen, ist aus Wuppertal hier hingezogen. Das gibt's ja wirklich nicht selten bei den bekannten Leuten. Ja, das ist halt so ein Teil der Funktion der Nazi-Szene für Dortmund gewesen, auch in der BRD generell und speziell für NRW. Gibt es da noch weitere Funktionen, die die Nazis übernommen haben hier in Dortmund für die Nazi-Szene generell? Da finde ich ganz wichtig, weil wir bis jetzt auch nicht in der Geschichte darauf eingegangen sind, der Aspekt von rechtem Terror. Ja. In Dortmund sind in den letzten 20 Jahren 5 Menschen von Neonazis ermordet worden. Einmal im Jahr 2000, das ist, glaube ich, die unbekannteste Tat heute. Da hat der Nazi Michael Berger in Dortmund und Waltrop 3 PolizistInnen erschossen und danach sich selbst. Und die Nazi-Szene von damals hat den Mord ziemlich gefeiert. Also damals war so die Kameradschaft in Dortmund noch die Kameradschaft Dortmund und hat Sticker zu dieser Tat veröffentlicht, auf denen stand 3-1 für Deutschland und Berger war ein Freund von uns. Also die haben diese Tat gefeiert und auch öffentlich gut geheißen. Dann gab es 2005 den Mord an Thomas Schulz, den wir vorhin schon angesprochen hatten, durch den rechten Skin Sven Karlin von der Skinhead-Front Dortmund-Dorstfeld. Und der letzte bekannte rechte Mord in Dortmund ist wahrscheinlich so der klassischste rechtsterroristische Mord. Das ist der Mord durch den NSU an Mehmet Kubaschik hier in der Nordstadt, der in seinem Kiosk erschossen wurde. Dazu muss man sagen, dass in Dortmund natürlich bis heute auch Strukturen zu rechtsterroristischen Gruppierungen sind. Also sei es der Pressesprecher von Combat 18, Robin S., der immer noch in Dortmund verkehrt, sei es aber auch Bands wie Eudoxie und deren Mitglieder, die immer noch auch in Dortmund wohnen und in Dortmund politisch aktiv sind. Also kann man sagen, dass eine Funktion für die Nazi-Bewegung auch definitiv so ein Rückzugsraum ist, eine Struktur ist für die gesamte Bewegung in der BRD eigentlich, ne? Auf jeden Fall ist es so, dass sie sich nicht scheuen, auch öffentlich sich zu diesen Mördern und Mörderinnen zu stellen. Zum Beispiel darf Robin S. irgendwie direkt vor der Presse als Security für ein rechtes Event auftreten und so weiter. Das heißt, man scheut sich nicht davor, auch öffentlich zu diesen Morden und zu den TäterInnen zu stehen. Gleichzeitig versucht man als Partei die Rechte, sich aber von Einzelanschlägen immer möglichst zu distanzieren oder dann auf die Schiene zu gehen, das war ein verwirrter Einzeltäter. Also das passiert dann gleichzeitig auch. Man versucht, sich einen anderen Anstrich zumindest als Partei noch zu geben. Ja, aber man darf bei dem Ganzen ja auch nicht vergessen, dass ganz viele von den Sachen einfach nicht aufgeklärt sind, aber es tausende kleine Fälle gibt und Indizien, die in irgendwelche Richtung gehen, sei es jetzt Unterstützung von NSU, sei es wie genau jetzt auch das mit Waffenbeschaffung alles zusammenhängt, eben die Verbindung zu Combat 18, da gibt es ja einfach sehr viel, was nicht so offen zugänglich ist oder wo es keine Verurteilung gibt, wo man aber annehmen kann, dass eine Nazi-Szene, die auch so eine Vergangenheit eben mit positivem Bezug auf extreme Gewalttaten, selber extreme Gewalttaten verübt hatte, dass es da natürlich auch verschiedenste Verbindungen eben zu Terrornetzwerken gibt. Absolut. Das und man muss auch, das gilt eigentlich für den ganzen Vortrag noch dazu sagen, wir sprechen hier halt über die klassische deutsche Neonazi-Szene. Also zum Beispiel Gewalt durch Leute von den Grauen Wölfen und so weiter kommt hier nicht vor, weil wir uns darin einfach nicht so gut auskennen. Aber auch aus den Reihen der Grauen Wölfe gab es in Dortmund vor wenigen Monaten einen Mord. Genau, das passiert halt so ab von der klassischen Neonazi-Szene, mit der wir uns auseinandersetzen. Das stimmt, das ist immer wichtig noch zu erwähnen. Da werden wir sicherlich auch nochmal eine eigene Folge zu machen zu türkischem Faschismus und Rechtsextremismus in Deutschland. Vielleicht eine Funktion, die ich extrem spannend finde, die ihr ja auch am Anfang angesprochen habt, dieses Labor Dortmund. Eigentlich diese Trendsetter-Funktion und diese sich ausprobieren Funktion für den Rest von der deutschen Nazi-Szene. Könnt ihr vielleicht auch sagen, wie das eigentlich dazu gekommen ist? Also hat das was mit der bestimmten Zusammensetzung der Dortmunder Nazi-Szene zu tun, dass man da schon immer gesagt hat, hier sind wir ein bisschen offener für Experimente als jetzt vielleicht in festgefahrenen NPD-Strukturen oder Kameradschaftsstrukturen in Ostdeutschland? Keine Ahnung, da kann ich nur mutmaßen. Also ich glaube, das entstand einfach, als man die Struktur autonome NationalistInnen ausprobiert hat. Ich denke einfach, weil Dortmund halt eine starke Szene hatte und man dachte, naja, hier kann man es mal machen, wir testen das mal. Ich glaube, da gibt es keinen Dortmund-spezifischen Grund. Die Dortmunder Nazis haben auch selber in einzelnen Interviews gesagt, dass sie aus diesen, sie haben eben ihre WGs gehabt, die nun mal alle nah beieinander waren und daraus eben sehr schnell dieses Wir-Gefühl geschaffen haben, eben ihren Nazi-Kiez aus ihrer Sicht erschaffen konnten. Und wenn man weiß, das ist ja bei linken Szenevierteln auch so, kann man jetzt mal selber spitz sagen,
man fühlt sich freier und man hat auch Möglichkeiten, was zu probieren. Wenn die Nachbarn ähnlich eingestellt sind, dann kann man nun mal anders agieren, als wenn die dich verachten. So. Ihr könnt das nicht sehen, Julian hat gerade Anführungszeichen mit seinen Fingern gedeutet beim Wort Nazi-Kiez. Das können wir sonst hier so nicht stehen lassen. Das bringt uns ja auch im Prinzip zum Nazi-Kiez, weil das ist ja so, wenn man über Dortmund redet, eigentlich neben jetzt irgendwelchen drakonischen Einzelpersonen wie SSCG oder Michael Brück oder so, ist das ja immer das, worüber auch geredet wird. Sowohl natürlich hier in Dortmund selbst, als auch in der Presse und von außerhalb. Und das ist ja eigentlich auch sehr spannend, weil Dorsfeld war früher ein linkes Viertel. In den 80er Jahren war so die Hochburg der Hausbesetzerszene, sehr anarchistisch geprägten Hausbesetzerszene in Dortmund. Die wurden halt alle so ein bisschen da verdrängt über die Zeit, die ganzen Besetzungen. Das wird jetzt zu weit, um das zu analysieren, wie das jetzt entstanden ist. Aber jetzt haben wir eben dieses Nazi-Kiez. Und was ist so das Konzept von Ihnen dahinter? Ist es ja schon sehr einmalig in Westdeutschland auch. Man hat natürlich ganz klassisch versucht, einen Angstraum für politische GegnerInnen und auch in gewisser Weise in einzelnen Bereichen auch für MigrantInnen zu schaffen. Das heißt, habe ich ja gerade schon erwähnt, man hat viele WGs unter anderem in 2-3 Häuser gestopft, hat die Häuser komplett voll mit Nazis gemacht und hat die Gegend eben propagandatechnisch komplett umgestaltet. Es gibt ja in den Medien und gab vor allem viele Fotos von den großen Nazi-Kiez-Graffitis. Damit hat man natürlich nach außen hin was geschafft, was so immer funktioniert. Wenn man als linke Person durch diese Straßen gegangen ist, hat man sich allein von der Optik her sehr unwohl gefühlt. Man muss ja auch ganz klar sagen, da geht es nicht um ganz Dorsfeld. Dorsfeld ist sehr groß und sehr migrantisch geprägt, aber das sind eben 2-3 Straßen, die sind auch sehr verwinkelt, plus noch einzelne andere Häuser, wo sie es eben geschafft haben, mit diesem Optischen allein schon den Angstraum zu schaffen. Dadurch, dass es auch Grundstücke waren, die komplett von ihnen genutzt waren, kam es da im Sommer eben auch vor, dass sie mit 20 Leuten draußen saßen und Bierchen getrunken haben. Das heißt, als linke Person konnte man da nicht mal eben vorbeigehen. Und sie haben natürlich versucht, in Dorsfeld Gewalt gegenüber politischen GegnerInnen ja auszuleben. Das heißt, es gab Hausbesuche bei Linken, die in Dorsfeld gelebt haben. Es gab Einschüchterungen und Gewaltaktionen gegen diese Leute, was in Konsequenz bei Einzelnen dazu geführt hat, dass sie natürlich weggezogen sind, weil man keinen Bock darauf hatte und eben diesen Angstraummythos geschaffen hat. Gleichzeitig hat man sich immer sehr stark auf den Stadtteil aus eigener Sicht bezogen. Sprich, die Nazis haben diesen Mythos natürlich selbst erschaffen. Sie sprechen von ihrem Nazi-Kiez, sie sprechen vom Mythos Dorsfeld. Das haben sie unter anderem auch bei der Kommunalwahl gemacht. Da hingen eben Plakate mit Dorsfeld-Nazi-Kiez und damit werben sie eben ganz offensiv. Dorsfeld ist nicht nur ein Mythos, sondern sie nutzen den natürlich auch für ihre tägliche Arbeit. Sie haben da ihre Meldeadressen für alle möglichen Leute, die vielleicht nicht immer da wohnen, sondern eben, falls mal die Polizei bei ihnen vor der Tür stehen sollte, dann stehen die halt in Dorsfeld und nicht unbedingt da, wo die Person wirklich wohnt. Sie wohnen da, wie gesagt, sie haben ihre WGs da. Dann taugt das Ganze auch als Anschrift, zum Beispiel für das Magazin NS Heute, für, wie gesagt, den Bundesverband von der Partei Die Rechte. Sie machen da immer wieder Veranstaltungen, also Schulen, Konzerte, Parteitage. Und auch wenn Nazis in der Umgebung aus der Haft entlassen werden, haben sie klassischerweise erstmal keine Wohnung und kommen dann oft erstmal nach Dortmund, bis sie eine eigene Wohnung gefunden haben. Also Dorsfeld hat mittlerweile einfach auch durch die lange Zeit, in der die Nazis in diesem Viertel wohnen, strukturell eine enorme Bedeutung. Was man aber auch sagen muss, es hat nie geklappt, dass Dorsfeld wirklich, wie die Nazis es wollten, diese national befreite Zone oder eine No-Go-Area ist. Insbesondere, das muss man auch dazu sagen, in den letzten Monaten nicht mehr. Die Stadt hat sehr symbolträchtig 2019 diese bekannten Nazi-Kiez-Graffitis übermalen lassen. Und auch wenn Linke und Antifas im Viertel unterwegs sind, früher gab es klassischerweise immer dafür einen Denkzettel. Nach jeder linken Aktion, nach jeder linken Demo, linke Graffitis und so weiter ist irgendwas passiert. Irgendjemand mit Anarcho-A auf dem Rücken hat dann auf dem Heimweg irgendwie aufs Maul bekommen oder Fensterscheibe eingeschmissen, Kundgebung in der Nordstadt, was auch immer. Und das ist in den letzten Monaten hat abgenommen bis eigentlich quasi nicht mehr existent. Vielleicht, was mir auf Anhieb auch noch einfällt, was, glaube ich, auch für zugezogene Nazi-Kader das alles so spannend macht, ist eben einmal natürlich die räumliche Nähe und auch dieser Eindruck, der das, glaube ich, auch einfach für Leute von außen schindet, weil das da wirklich in Deutschland, also heutzutage, recht einmalig ist. Auch für Ostdeutschland selbst, dass du dann halt so ein Hausprojekt hast, was eigentlich eher dann an, was weiß ich, ein Mietshäuser-Syndikat, eine Kommune oder so erinnert, eine Nazi-Kommune, und das dann direkt eigentlich in einem städtischen Zentrum. Und davon ausgehend natürlich auch die Schutzfunktion. Und das finde ich wichtig für halt auch den Aspekt, warum es in Westdeutschland so wichtig ist, weil
da sind Nazis eben räumlich so nah aufeinander, dass sie sich nicht Sorgen machen müssen, wie in den meisten westdeutschen Städten, dass sie halt einfach von Antifas die ganze Zeit Haue bekommen. Das schafft natürlich für die Leute dann auch wieder viel mehr Möglichkeiten. Das ist übrigens auch eine Sache, die selber so von Michi Brück beispielsweise erwähnt wurde in Bezug auf, baut man jetzt nochmal einen Nazi-Kiez in Chemnitz auf. Da könnt ihr, glaube ich, nochmal gleich was zu erzählen mit dieser Verbindung auch. Dortmund-Chemnitz, in Chemnitz wurde es auch ausprobiert und da hat man dann halt schnell festgestellt, wir brauchen es einfach nicht. Wozu? So, wir haben hier den Schutz auch so in der Stadtgesellschaft. Was, glaube ich, echt noch wichtig ist, ist Kontinuität, die dadurch geschaffen wird, dass es eben diese Kontrolle von den Nazis über die anderen Nazis gibt, dass man eben in einer Kommune zusammenwohnt und dass es eben nicht eine nette Kommune, so wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern es gibt natürlich knallharte soziale Kontrolle untereinander und die Leute werden auch dazu bewegt, weiterzugehen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt einfach dafür, dass sie so besteht und so lange so kontinuierlich arbeiten konnte. Genau, du hast ja gesagt, Michael Brück ist mittlerweile der Überzeugung, er braucht das in Chemnitz nicht. Vor ein paar Jahren sah das in Chemnitz noch ein bisschen anders aus. Da haben die Kameraden das da auch versucht, in einem Stadtteil exakt nach dem Dortmunder Vorbild einen Nazi-Kiez aufzubauen. Das endete eben in einem großen Outing und unter anderem sind einzelne Kameraden nach Dortmund weggezogen, um hier ihren Nazi-Kiez-Film zu fahren. Und auch in anderen Stadtteilen von Dortmund haben sie das versucht. Also man hat das in Marten versucht, da ist es kläglich gescheitert. Die Aktionsgruppe Dortmund-West hat auch viel versucht, da wurden auch ganze Mauern umlackiert, um sich cool zu fühlen und eben dieser Mythos raufbeschworen in Lütgendortmund. Also die versuchen das schon auszuweiten, aber es funktioniert eben nicht. Man muss auch dazu sagen, dass in Dorstfeld, Thusnelda und Emscherstraße, wo ja die Hauptgebäude sind, dass das eben alles ein Vermieter ist, der ganz klar kein Problem mit denen hat. Das sagt er offen so, das ist ein CDU-Mitglied, der ganz klar sagt, das sind nette Leute. So, und mittlerweile haben die Nazis versucht, weitere Häuser zu kaufen. Bei einem hatten sie Erfolg, bei anderen hat die Stadt tatsächlich interveniert. Da gab es die einzige rechte Hausbesetzung in Dortmund, glaube ich, bisher, die auch natürlich kläglich gescheitert ist. Sie haben nie ganz von diesem Konzept losgelassen, das noch auszuweiten. Aber es hat einfach, dadurch, dass es nicht mal eben entstehen kann, hat das einfach so nicht geklappt. Und das auch in anderen Städten nicht. Also Chemnitz ist da ein gutes Beispiel. Da hat Brück vor einigen Jahren noch eine ganz andere Meinung gehabt, glaube ich. Das Problem bei Dorstfeld ist, das ist nicht nur ein Mythos, den die Nazis erschaffen, um eben selber zu versuchen, den Menschen Angst zu machen, die sich da bewegen müssen. Sondern es ist auch ein Stöckchen, über das immer wieder die Medien und halt auch viele Linke springen. Weil diese Erzählung, oh, da ist ein krasser Angstraum und da kann man sich nicht bewegen, oft einfach unreflektiert übernommen wird. In Dorstfeld wohnen schon immer sehr viele MigrantInnen. Es haben auch immer Linke in Dorstfeld gewohnt. Diesen Mythos zu übernehmen und dass irgendwie jedes Medium, was über die Nazis in Dortmund schreibt, nach Dorstfeld gefahren ist und diese blöden Graffitis abfotografiert hat. Und auch, dass viele Antifas das eben in ihrem Kopf zu so einer Angstzone gemacht haben. Das alles hat halt auch dazu beigetragen, dass Dorstfeld viel größer in den Köpfen ist, als es wirklich ist. Das stimmt und das würde ich auch wirklich sagen, dass die Nazis in Dortmund es auch sehr gut geschafft haben, auch um sich selbst diesen Angstraum zu schaffen. Also wenn ich überlege, wie viele Jahre in der direkten Konfrontation mit ihnen, wie viele Linke aufgetreten sind ihnen gegenüber und auch sie selber sich aufgeführt haben. Und wenn man dann halt also mal merkt, wenn man mit anderen Selbstbewusstsein in so eine Konfrontation reingeht, dass also da gar nicht so viel dann mehr ist. Natürlich nicht gar nichts, aber durchaus ist da doch einiges zu holen und speziell jetzt gerade beim Nazi-Kiez ist dieser Mythos eigentlich wirklich in diesem Sinne nur noch ein Mythos, weil jetzt gerade ist also die Zeit, wirklich dort anzugreifen, dort an diese Sachen anzugehen und zu versuchen, Dorstfeld wirklich zurückzuerobern. Und es wurden ja auch schon einige sehr gute Ansätze gefahren. Und ich würde schon sagen, dass man sich so Stück für Stück das wieder so zurückholt, diesen Stadtteil, um die so ganz zu vertreiben mit der Zeit. Um das vielleicht auch anschaulicher zu machen, was das jetzt auch als Überleitung zu unserem nächsten Punkt, nämlich der Gefahr für linken Aktivismus bedeutet hat, war eben, dass Aktivismus in verschiedenen Stadtteilen, die als Nazi-Kiez ausgerufen wurden, so nicht stattgefunden hat. Und da geht's jetzt wirklich nicht nur um Dorstfeld, sondern das war beispielsweise, als wir mal unsere anarchistische Rundreise in Westerfilde, in Dortmund-Westerfilde im Norden machen wollten, da haben verschiedenste Leute gesagt, das geht nicht. Das könnt ihr so nicht machen. Ihr braucht 20, 30 Leute, um da durchlaufen zu können. Über Dorstfeld hätte man überhaupt nicht geredet, dass man da überhaupt irgendwas Vergleichbares machen kann. Und das zeigt ja wirklich, wie stark sich das bei Leuten eingebrannt hat. Natürlich über tatsächliche
negative Ereignisse, aber auch häufig einfach über diesen Mythos, der darum aufgebaut wurde. Das ist eben ein sehr zweischneidiges Schwert. Einerseits darf man die Szene nicht verharmlosen. Die haben nur mal einzelne Kader dabei, die völlig auf Konsequenzen scheißen, zu Gewalttaten neigen und die sehr impulsiv sind. Gleichzeitig kochen die auch alle nur mit Wasser. Das heißt, da kommt es eben zu einem Konflikt. Und Michael Brück wusste auch zum Beispiel immer, dass ja, der kann einem viel drohen, aber der haut einen nicht, weil er dann in den Knast geht, weil jeder ihn kennt. Und das ist bei vielen anderen Kadern auch so. Sie gehen immer wieder bis zu Grenzen und man darf es, wie gesagt, nicht verharmlosen. Diese Szene ist gewaltbereit, die ist bereit, bis zum Mord zu gehen in einzelnen Fällen. Aber, naja, die sind eben auch nicht alle ganz auf den Kopf gefallen, was Impulsivsein angeht und wissen auch, wann eine Grenze da ist. Aber natürlich ist es immer einschüchternd, wenn man über einen Antifa-Klamotten auf den Wilhelmplatz geht und wenn da gerade 7 Leute sind, dann werden die auf einen zukommen und einen bepöbeln. Gleiches ist hier in der Nordstadt. Einzelne Nordstadt-Nazis freut es auch gar nicht, wenn sie abends ihren Kaffee draußen trinken und dann 10 Zecken um sie herumstehen. Das muss man eben auch so sagen. Das ist ja ähnlich. Ja, man tut sich halt als Linke Personen keinen Gefallen, wenn man die Nazis größer macht, als sie sind, sondern man tut damit eigentlich nur den Nazis einen Gefallen. Deswegen ist es auf jeden Fall aus unserer Sicht eine wichtige Aufgabe von Antifas, die Szene zu beobachten und realistische Einschätzungen abzugeben. Man kann dazu auch sagen, dass die Nazis immer wieder wellenförmig zu Gewalt neigen. Also es gab gerade Anfang der 2000er und dann nochmal so um 2016 rum heißere Phasen, wo es eben viele Übergriffe gab, Sachbeschädigungen auch gegen Linke. Es gab jetzt in letzter Zeit wieder einzelne Sachen, aber die Parteistruktur hat dann natürlich auch einen Riegel vorgeschoben. Die wussten auch, wenn sie jetzt als Partei ganz viele Körperverletzungen begehen, naja, das fällt eben mal also bei den Kadern auf die Partei zurück und das bringt dann doch mal ein Verbotsverfahren in mögliche Räume. So ist das natürlich immer gewesen und es bleibt spannend, um zu sehen, ob es wieder in diese Richtung von Gewalt geht, wo dieses Parteikonzept so langsam zurückgefahren wird. Es sind ja jetzt auch viele Nazischläger so langsam wieder aus Haft raus. Ja, es wird sich eben zeigen, ob die weiterhin sehr impulsiv sind oder eben mittlerweile ein bisschen dazugelernt haben. Dass man sich jetzt vielleicht fragen kann, okay, Dortmund hat so eine Nazi-Szene, wie es sie sonst in Westdeutschland nicht gibt und also die ganze Entwicklung, diese Kontinuität, diese über Jahrzehnte vorhandenen Strukturen. Was hat eigentlich die Zivilgesellschaft gemacht? Wie ist eigentlich die Stadt damit umgegangen, weil es ist ja auch ein enormer Image-Schaden, wenn man jetzt an der Standortlogik für so eine Stadt argumentieren will, die davon ausgeht. Also Dortmund wurde neben dem BVB und was weiß ich, vielleicht auch noch irgendwie Currywurst oder was auch immer, wurde Dortmund, ja, Bier und so, wurde halt vor allen Dingen auch immer mit den Nazis verbunden. Ne? Ja, diese Standortfrage ist total wichtig, dahingehend, wie die Stadt und auch zum Beispiel die Polizei, die sich ja hier irgendwie immer als politischer Akteur aufspielt, zumindest öffentlich sich zu der rechten Szene positioniert. In Dortmund gab es sehr lange das Problem, dass die Gefahr durch die große und aktive rechte Szene hier komplett geleugnet wurde. Also die Stadt hat so getan, als gäbe es hier einfach kein Problem mit Rechten und mit rechter Gewalt. Und man hat sich dann lieber darauf konzentriert, zum Beispiel ein Antifa-Camp zu verbieten, als mal gemeinsam gegen die Neonazis vorzugehen. Das hat früher nicht funktioniert. Mittlerweile haben wir das Problem lustigerweise so ein bisschen andersrum. Mittlerweile möchte sich die Stadt, wo die Nazis ein bisschen schwächer sind, gerne als so der Antifaschist schlechthin darstellen, Hand in Hand mit der Polizei. Und dann liest man in den Ruhrnachrichten Artikel, die dann so tun, als gäbe es jetzt nur noch dumme Neonazis und deswegen sei die Nazi-Szene komplett ungefährlich geworden und eigentlich irrelevant. Also gerade haben wir eher das Problem andersrum, dass wir als radikale Linke drum kämpfen müssen, zu zeigen, dass die Szene immer noch gefährlich ist und dass die Stadt zwar schon netterweise einige ihrer Möglichkeiten nutzt, die sie hat, aber der Kampf da noch lange nicht gewonnen ist, sondern immer noch geführt werden muss und eben durch radikale Linke am besten geführt werden kann. Dazu versucht die Polizei mittlerweile so ein hartes Null-Toleranz-Strategiekonzept zu fahren, dass sie grundsätzlich erstmal gegen alles versuchen vorzugehen, ohne überhaupt rechtliche Möglichkeiten erstmal zu prüfen, was zum Teil den Nazis natürlich in die Hände spielt, weil die ein Gerichtsverfahren nach dem anderen gewinnen, weil die Polizei einfach Macht, um zu machen. Das geht bei der Stadt, ist das ein bisschen ähnlich. Man versucht erstmal, um sich gut dastehen zu lassen, einfach zu handeln, ohne vorher überhaupt drüber nachzudenken, ist das sinnvoll? Machen wir es damit nicht vielleicht noch schlimmer so? Und das ist natürlich was, wo man sich dann manchmal schon ein bisschen an den Kopf packt, wenn man da bestimmte Klagen gegen Demos oder Auflagen auch bei den Nazis sieht, einfach nur, um irgendwas zu machen. Und das ist eben katastrophal, weil die Nazis natürlich sich danach auch wieder als großer Gewinner darstellen, ihre Artikel darüber schreiben, wie viele Prozesse sie schon gewonnen haben. Nichtsdestotrotz gibt es auch in der Zivilgesellschaft hier Bündnisse, die
auch aktiv und sinnvoll gegen Nazis vorgehen, sei es jetzt das Blockadobündnis oder auch in der Nordstadt, was noch relativ jung ist, Nordstadt gegen Nazis Solidarität verbindet, was unter anderem Schulen, antifaschistische Gruppierungen und auch einzelne Parteien zusammen an einen Tisch bringt, die einfach machen, weil sie eben keinen Bock mehr auf diese Problematik haben, die nicht einfach nur blinden Aktivismus gegen, weiß ich nicht, Luftschlösser machen möchten. Oder vielleicht auch beim Fußball gibt es ja auch einige Beispiele, ja, in denen es recht erfolgreich, also für Dortmunder Verhältnisse, funktioniert hat. Definitiv. Also der BVB geht wirklich entschieden gegen einzelne bekannte Neonazi-Fans vor. Der BVB organisiert zum Teil richtig gute Vorträge zu Sexismus im Fußball, zu antisemitischen Fangesängen und so weiter. Also da hat der Verein auch echt einiges geleistet so in den letzten Jahren. In der Entstehung dieser ganzen Nazi-Problematik hat die Stadt auf jeden Fall den Nazis in Bern Dienst erwiesen, weil man ja schon sagen kann, dass, so wie es eigentlich überall ist, halt die Polizei und die Politik war halt definitiv auf dem rechten Auge blind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, warum das Ganze so stehen konnte. Aber mittlerweile finde ich es halt, wie das ja auch schon gesagt wurde, andersrum halt, kenne ich es auch, kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine andere Stadt gibt oder wenn nur sehr wenig, wo das so agiert wird politisch. Also es ist wirklich einmalig, dass tatsächlich man also, was da teilweise passiert, denken kann, okay, die Polizei ist jetzt echt irgendwie ein antifaschistischer Akteur geworden mit den ganzen Einschränkungen und Problematiken, die damit einhergehen, aber trotzdem muss man einfach sagen, das schadet denen halt extrem. So, also was die halt an Repressionen erfahren haben, ist unfassbar. Total absurd und setzt, wie das ja auch schon gesagt wurde, auch schon so niedrig an, damit irgendwelchen Standardparolen, die halt immer normalerweise rufen, die nicht mehr rufen dürfen, Deutschland in Deutschland, Ausländer raus oder so, dann ist es halt in Dortmund verboten, das zu rufen, jetzt generell. Ich meine, what the fuck? Genau, also die Repression gegen die Nazis hat natürlich auch auf der Effizienzseite deutlich zugenommen. Also nicht umsonst saßen viele wichtige AkteurInnen einfach straight jetzt die letzten Jahre im Knast und waren aus dem Verkehr gezogen. Aber man muss eben schon, man muss natürlich auf die Verhältnismäßigkeit achten. So, das ist eben, naja, die Polizei geht eben auch auf gleiche Weise gegen Linke vor, propagiert das aber natürlich nicht so stark. Man versucht selber als antifaschistischer Akteur dazustehen, nimmt aber Gegenprotest beispielsweise so schnell so raus, dass die überhaupt nicht auftreten können, weil man sich selber als einzigen Akteur sehen möchte, beziehungsweise einzelne Bündnisse, da gibt es schon seit Jahren Skandale, die auf die Demo-Route gelassen werden, die da Fotos machen, also eine symbolische Blockade und dann wieder gehen können, während antifaschistische Blockaden einfach noch nicht mal den Bahnhof verlassen können, ohne sich einfach die Nase brechen zu lassen und da dann 10 Stunden gekesselt sitzen. So. Und das ist eben eine Taktik in Dortmund, die wirklich sehr erschreckend ist, weil man sich nach außen natürlich komplett anders verkauft. Viele PR-Aktionen macht, die wahrscheinlich den Nazis auch richtig auf den Senkel gehen, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, die aber das Problem nicht lösen und auch nicht mal versuchen, das Problem zu lösen. Ja, da finde ich auch ganz wichtig zu sagen, dass es eben auch einfach positive PR für die Stadt ist. Und das sollte auch nicht unser einziger Fokus oder unsere einzige Bewertung von Stadt und Zivilgesellschaft sein. Selbst wenn sie, wie ihr schon angesprochen habt, wirklich erfolgreich und extrem penetrant den Nazis auf die Nerven gehen, ist es ja so, dass sie das immer wieder nutzen, um sich dann halt als positiv, als progressiv zu rebranden und auch bei vielen Leuten, die nun mal in Dortmund diese Einstellung haben, die dann abholen bei der Frage von den Nazis, weil für viele Leute ist in Dortmund durch die Geschichte der Nazi-Szene, durch die vielen Erfahrungen, durch den besonderen Angstraum und den Einfluss, den das auf linken Aktivismus hat, sind die Nazis das größte Problem in Dortmund. Und da, finde ich, müssen wir wirklich als revolutionäre Kräfte sagen, nein, die Nazis sind nicht das größte Problem für ein gutes Leben in Dortmund. Das muss man so sagen, ist die Stadt Dortmund das größere Problem für gutes Leben in Dortmund? Also wenn zum Beispiel Obdachlose auch von rechter Gewalt betroffen sind, wenn man die fragt, wovor sie am meisten Schiss haben, dann sind das nicht die Neonazis aus Dorstfeld. Die sind denen wahrscheinlich relativ egal, sondern die müssen sich halt drum kümmern, dass sie hier immer noch keine Wohnung haben und immer noch im Winter draußen schlafen müssen. Und wenn man zum Beispiel Asylsuchende in Dortmund fragt, wovor sie Angst haben, da kennen wahrscheinlich viele auch das Phänomen Neonazismus gar nicht, sondern die sagen, naja, ich habe Schiss, dass ich abgeschoben werde. Also definitiv ist das nicht das große Problem, gegen das sich jetzt alle DortmunderInnen vereinigen müssten und dann hätten wir hier das schöne Leben für alle. So einfach geht's nicht. Es ist ja auch generell, denke ich, keine Neuheit, dass der Umgang mit den Nazis also geführt sein muss von unserer Seite aus mit einer revolutionären Perspektive. In dem Sinne, dass wir das Problem des Faschismus nur lösen können, wenn wir eine eigene Alternative auf dieses System anbieten können. Das ist ja auch das Gute, dass es also gelungen ist, die Nazis so zurückzutreiben und dass es mittlerweile in Dortmund auch eine Reihe von anderen Projekten, linke Infrastruktur, revolutionären Gruppen gibt, die es ja so auch zu der Hochzeit der Nazi-Szene ja auch nicht in Dortmund gab, weil die einfach auch wenig Raum hatte. Die Nazis erfüllen dort also auch eine Form von natürlich
selbst wenn sie das selber nicht so gerne hören, aber faktisch eine Form des der Kettenhunde des Kapitals, wie man so schön sagt, wo sie also den Aufbau von Gegenmacht aktiv behindern. Wie oft mussten wir also uns gegen die Schweine halt wehren, wenn wir versucht haben, in die Offensive zu kommen, zu ganz anderen Thematiken. Du hast erzählt mit an der Uni die Geschichte, wo wir probiert haben, eine anarchistische Gruppe aufzubauen. Dann stehen da halt 40 Nazis. Ja, dann musst du dich halt erst mit denen rumschlagen, bevor du dich halt darauf konzentrieren kannst. Oder der Aufbau des anarchistischen Zentrums Black Pigeon, wo es also eine große Kampagne brauchte von unserer Seite aus, um das gegen die Nazi-Kampagne ihrerseits dann auch durchzubringen. Und das zeigt uns aber auch in der Vergangenheit immer, mit die größten Erfolge gegen die Nazis haben wir auch immer errungen, wenn wir das aus einer eigenen Perspektive heraus getan haben. Und zum Beispiel beim Black Pigeon haben sich die Nazis halt so eine blutige Nase geholt, weil wir so eine erfolgreiche Kampagne gegen sie gestartet haben und das so für uns nutzen konnten. Das ist, denke ich, auch, was wir andersherum in Dortmund denn doch über die Jahre gut geschafft haben und wo man vielleicht auch, wo andere Städte sich auch was von uns abgucken können. Es ist ja nicht nur Scheiße gelaufen von linker Seite auch. Es gab auch natürlich viele Misserfolge gegen den Kampf gegen die Nazis, aber das ist auch eine Sache, die auch immer wieder gelungen ist, dass wir das zu unserer eigenen Stärke machen konnten. Es braucht gerade in einer Stadt wie Dortmund, wo es eine sehr starke und eben auch durch die Gewalt relativ gefährliche rechte Szene gibt, braucht es immer den Antifaschismus, den klassischen, der halt klassische Feuerwehrpolitik macht, also eben viel auf Nazis reagiert, statt selber eigene Inhalte voranzubringen, um eben diesen eigenen Inhalten den Rücken frei zu halten, um Initiativen zu ermöglichen, hier in Ruhe ein anarchistisches Café zu eröffnen oder ein Sprachcafé für Geflüchtete oder feministische Demos für das Recht auf Abtreibung und so weiter. All diese linken Initiativen in Dortmund sind ja generell immer der Gefahr ausgesetzt, dass theoretisch die Nazis was machen könnten. Und je stärker wir Antifas sind, desto mehr haben eben andere Bewegungen auch die Möglichkeit, ihre Politik zu machen. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, wir als Gruppe, wir konzentrieren uns auf die Neonazis. Eigentlich habe ich zum Beispiel als Person viel mehr Bock auf andere Inhalte und die mache ich eben dann anderweitig. Also wir setzen uns in unserer Gruppe nicht bei anderen Kämpfen ein, sondern machen das in anderen Zusammenhängen. Aber uns ist schon klar, dass auch wenn wir jetzt alle Nazis in Dortmund besiegen würden, rein theoretisch, dass dann die ganzen Probleme mit Rassismus, Armut und so weiter eben nicht beendet werden, sondern dann müsste man mit den richtigen Problemen eben gerade erstmal anfangen. Ich glaube, es geht häufig bei dem Ganzen auch einfach um eine gewisse Fokussetzung der linksradikalen Bewegung in der Stadt. Und das geht jetzt auch wirklich gar nicht gegen die Ausrichtung, die ihr euch jetzt beispielsweise als Antifa-Gruppe gegeben habt oder auch, wie es beispielsweise häufig falsch verstanden wurde in unserer Folge zu Antifaschismus selber, gegen die Zielsetzung von Antifa-Gruppen und diese Fokussetzung, sondern es geht um das Breitere. Weil man kann immer wahrnehmen, dass in einer Stadt mit einer starken Nazi-Szene vermutlich auch die linksradikale Szene vor Ort eine starke antifaschistische Ausrichtung haben wird und auch viel Politik dazu machen wird. Aber genau das kann dann eben auch in einem endlosen Kreislauf enden des aufeinander reagierend und eigentlich nur gegeneinander agieren. Ich würde da wirklich auch einfach mit dem mitgehen, was wir hier eben für eine Geschichte mit den Erfolgen hatten, was Marian gerade angesprochen hat, dass das eigentlich immer am besten funktioniert. Wenn wir unsere eigenen Strukturen aufbauen, bauen wir auch selber die eigene Stärke auf und können besser gegen die Nazis agieren. Denn der größte Schutz, den wir eben haben, sind eigentlich die Massen, die mit uns zusammenkämpfen und nicht irgendwelche linksradikalen Kleingruppen, die dann clandestin dagegen agieren. Und das muss ich auch noch als Kritik dann formulieren, dass ich eben den Eindruck über die Jahre auch immer wieder hatte, dass sich am Antifaschismus in Dortmund sich häufig eben in so einer linken Szene Realität aufgehalten hat oder eben nur anhand dann auf diese ganz große mit Parteien, Blockado, dies, das, Geschichte fokussiert hat. Und dieser Zwischenweg, also zu versuchen, revolutionären Antifaschismus zu machen, der probiert, mit der unabhängigen Klasse zusammen gegen die Nazis vorzugehen, das habe ich also sehr, sehr wenig gesehen und sehr, sehr wenig Hoffnung da drin. Und das wäre auf jeden Fall grob auch meine Kritik unter anderem. Aber für einen Diskurse in der Folge. Wow. Man kann eben dazu auch ganz klar sagen, dass es da auch Erfolge gab. Also ich teile die Kritik soweit auf jeden Fall. Aber wir haben es beispielsweise in der Nordstadt hingekriegt, dadurch, dass die Nazis eine Zeit lang jede Woche eine Demo gemacht haben, dass die AnwohnerInnen sich damit auseinandersetzen mussten. Das ist nun mal dann kein Piss-Infostand, der irgendwo an der Ecke steht für eine Stunde, die sich dann wieder verdrückt haben, sondern die haben das ganze Viertel lahmgelegt. Man ist mit Leuten ins Gespräch gekommen. Bei der letzten Kundgebung am Nordmarkt war die komplette Community aus der Ecke am Start, die eben ganz klar verstanden haben, um was es da geht. Die sich solidarisiert haben mit dem Gegenprotest, die Teil des Gegenprotestes waren. Da muss man ganz klar sagen, haben die Nazis uns einen Bärendienst erwiesen. Dadurch, dass sie so oft in unsere Viertel gekommen sind und so oft versucht haben, an die Karre zu pissen, hat sich das Viertel damit auseinandergesetzt und man ist ins Gespräch gekommen.
gekommen. Man konnte agitieren, man konnte aber den Leuten auch einfach ganz klar erklären, was die überhaupt Sache ist. Weil es sie selber betroffen hat. Und genau. Ich finde, das spricht am stärksten dafür, dass wir nämlich selber mit den Leuten zusammen Sachen unabhängig von diesem Kampf einfach nur gegen die Nazis organisieren. Weil die Nazis kommen von selber zu uns. Das ist ja das, was die verhindern wollen. Und da kriegt man die Leute dann auch damit. Wenn man denen einfach nur sagt, ja, nächste Woche laufen wir irgendwie alle nach Dorstfeld, weil da sind die Nazis und die sind blöd, dann sagt vielleicht einer von 20, ja, hört sich ja gar nicht mal so schlecht an. Aber wenn die Nazis aktiv ihr Leben beeinflussen zum Negativen, dann sind sie nochmal ganz anders dazu bereit, gegen sie zu kämpfen. Also das Problem ist in Dortmund, dadurch, dass wir so eine diverse und so eine aktive Szene haben, gibt es theoretisch die Möglichkeit, ich kann mich 365 Tage, wenn ich jetzt keinen Job hätte, 24/7 mit denen auseinandersetzen und hätte am Ende des Jahres nicht das Gefühl, so, ich bin jetzt hier fertig, cool, jetzt kann ich das machen, worauf ich Bock habe und was mir wichtig ist. Also man muss natürlich immer in der linken Szene und generell auch im politischen Aktivismus irgendwie Ressourcen aufteilen. Und ich glaube unter anderem auch dadurch, dass Antifa oft allein schon aus Selbstschutz relativ isoliert funktioniert und sich dann auch aus, oh ja, wie cool, dass wir uns alle vermummen und mit niemandem reden, dann noch mehr irgendwie abgrenzen von anderen, sich eben auch als Kampf ziemlich isolieren und nicht weiterkommen. Also ich glaube, Dorstfeld ist ein gutes Beispiel dafür, dass es andere Bewegungen braucht, um Rechte wirklich zurückzudrängen. Hätten die Stadt und die Polizei damals diese ganzen Hausbesetzungen aus den 80ern nicht geräumt, dann wäre Dorstfeld heute kein Nazi-Kiez. Worum es mir vielleicht auch geht, wenn wir über revolutionäre Perspektive sprechen, ist zu versuchen, eine Form von Strategie zu entwickeln, wie wir aus der Defensive herauskommen. Wir sind jetzt aus der Defensive herausgekommen, würde ich sagen. Wir sind in der Offensive, was die Nazis angeht, aber es ist nur zum Teil unser Verdienst, würde ich sagen. Wir haben auch einiges gemacht, wir haben ihn auch geschadet und das ist jetzt nicht nur so, dass es einfach nur so passiert ist, sondern wir haben auch unseren Teil dazu beigetragen, aber es gab auch viele Entwicklungen auf ihrer Seite und von der Stadt aus und so weiter, wodurch das jetzt gekommen ist. Trotzdem haben wir jetzt noch diese Problematik mit diesen Häusern, die in Dorstfeld sind und solange sie diese Infrastruktur haben, wird es auch ein Problem in Dortmund sein. Hier fehlt mir also auch so ein bisschen so eine revolutionäre Perspektive, Dorstfeld zurückzuerobern in diesem Sinne. Also einfach nur ab und zu eine Demo hinzumachen oder dann halt mal auf irgendeine Kundgebung zu reagieren, reicht da natürlich nicht. Man müsste also wirklich nur ein Konzept aufstellen, in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen linken Strukturen, wie man wirklich gezielt über einen längeren Prozess einen Kampf führt, um sie halt wirklich aktiv zu verdrängen und uns dann da am besten voll hinzusetzen. Und das in so eine Richtung gehen halt meine Gedanken. Das ist jetzt keine direkt nur Kritik an euch oder so, das trifft doch alle in Dortmund und ihr seid auch nicht die einzige Antifa-Gruppe in Dortmund und so. Und das also allgemein einfach, denke ich, kann man in diese Richtung noch einiges denken. Genau, man muss eben ganz klar in die Viertel gehen. Also man braucht nicht in seiner Szene-Bubble hocken und glauben, dass sich das Problem schon löst und alle 3 Monate vielleicht mal eine Demo machen. Da stimme ich dir absolut zu. Was es braucht, ist eben Arbeit im Viertel. Man muss mit den AnwohnerInnen ins Gespräch kommen. Man muss versuchen, denen eine linke Perspektive aufzuzeigen. Natürlich haben wir unseren Fokus auf klassische Antifa-Arbeit gelegt. Aber natürlich ist man ist ja nie nur einfach antifaschistisch, also wenn es gut läuft. Und da muss man eben ganz klar sagen, dass man Leuten Perspektive geben muss. Man muss den Leuten die Möglichkeit geben, auch selber zu handeln. Es bringt ja auch nichts, dass, naja, ist ja kein Geheimnis, in der Nordstadt wohnen sehr viele Linke. Wenn die jeweils in die Stadtteile fahren, da einmal kurz auftauchen und dann wieder weggehen. Was es braucht, ist eben ganz klar, dass man den Leuten, die in den Vierteln wohnen, was an die Hand gibt, die unterstützt und supportet und eigene Strukturen aufbauen kann. Naja, wenn es nun mal ein linkes Zentrum in Dorstfeld gibt, dann wird das erstmal hitzig, aber dann gibt es da ein linkes Zentrum, von dem aus man agieren kann. Und das braucht es eben. Das braucht es natürlich eigentlich in allen Stadtteilen, so, aber das ist eben aus meiner Sicht eben zumindest ein erster Schritt, um überhaupt Problematiken in den Griff zu kriegen. Ich glaube auch, dass Antifaschismus, um nochmal eine Lanze zu brechen, doch ein gewisses Mobilisierungspotenzial hat, was über 16-Jährige, die Bock haben auf Action und halt Nazis ja zu Recht auch scheiße finden, hinausgeht. In Nazis, die sind ja quasi so das Brennglas schlechthin von, was uns als radikale Linke an Ideologien stört. Also in Nazis steckt Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und so weiter, Sozialchauvinismus. Und ich glaube doch, dass es eine Möglichkeit gibt, den Leuten zu erklären, Nazis sind nicht nur ein Problem, weil die irgendwie jetzt den Nationalsozialismus von 1933 gut finden und deswegen sind wir jetzt dagegen, weil das irgendwie ein politisches Phänomen ist, mit dem viele Leute gar nichts anfangen können, sondern es gibt ja sehr wohl in Dortmund sehr viele Menschen, die allein durch, ich sehe nicht aus, als wäre ich deutsch, ich bin schwul, ich habe keine Wohnung und so weiter, schon eine reale Gefahr durch die Nazis in ihrem eigenen Leben haben, wenn auch, ne, das hatten wir ja schon gesagt, die durch andere Phänomene viel größer ist. Ich glaube schon, dass man da viel mehr noch Leute vereinen könnte, wenn man eben schafft, in die Viertel zu kommen, Leute besser anzusprechen und mitzunehmen. Dazu kann man noch vielleicht sagen,
sagen, gegen Nazis ist eben oft der kleinste gemeinsame Nenner. Nazis finden von Teilen der SPD bis über die Grüne und Linke nun mal die meisten Leute doof. Niemand fängt krass an, erstmal Theorie zu büffeln in der Regel. Und das ist natürlich ein guter Punkt, um überhaupt an linke Politik herangeführt zu werden. Ja, ich fand das auf jeden Fall jetzt nochmal spannend, diesen Diskurs zum Ende zu führen. Wir haben ja auch viele der Punkte schon mal so ein bisschen in unserer Antifaschismus-Folge dargelegt. Und hört da gerne nochmal rein. Ja, hört da gerne nochmal rein. Ich glaube, bei vielen von dem sind wir eigentlich auf einem recht gleichen Nenner. Ich glaube, manche Sachen sind wir auch einfach, weil wir aus unterschiedlichen Strukturen kommen, weil wir da unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, sehen wir einfach anders. Und ja, ein bisschen Streit um die Strategie sollte ja immer mit dabei sein. Ich finde nichtsdestotrotz, da haben wir jetzt auch noch nicht so groß drüber geredet. Es geht halt in vielen Punkten eben in eine gute Richtung mit der Dortmunder Nazi-Szene. Sie werden schwächer, wir werden stärker, es wurden viele Erfolge errungen. Wir konnten natürlich auch nicht alles in der heutigen Folge anschnallen. Wir haben nicht viel über die Frage von Fußball-Nazis geredet, über Kampfsport, über Verbindungen mit irgendwie Sicherheitsdiensten und auch die ganze Geschichte mit Verbindungen nach Ostdeutschland oder Konkurrenz mit anderen Nazi-Parteien und Organisationen. Da kann man ja auch wirklich endlos sicherlich zu all den Themen auch eigene Podcast-Folgen mitfüllen. Aber ich glaube, wir haben eigentlich heute einen recht guten Überblick über die Dortmunder Nazi-Szene geschaffen und auch was unsere eigenen Perspektiven dazu sind. Ja, und da möchte ich natürlich nochmal sagen, ganz großes Dankeschön an euch beide, dass ihr heute da wart. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Das ist immer das Wichtigste. Sehr schön. Und wenn ihr da draußen noch Fragen offen geblieben sind, irgendwelche Punkte, die ihr diskutiert haben wollt oder so, dann schreibt uns das gerne wie immer und dann können wir auch nochmal in einem Q&A darauf eingehen, sehr gerne. Und ansonsten, ja, bleibt auch mir nochmal der Dank an euch und hoffen wir dann mal, dass es weiter so gut vorangeht wie gerade vor kurzer Zeit, wo wir hier die Aufnahme gestern, kam ja auch die Nachricht, dass SS-Sigi verstorben ist. Ein weiterer kleiner Schritt ist getan zur Entnazifizierung von Dorsfeld und Dortmund. Und insofern sind wir guter Dinge. Dann würde ich sagen, Glück auf und auf bald. Glück auf. Ach so, müssen wir tschüss? Nee, können wir irgendwas sagen. Tschüss.